Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Ja, wir laufen hier mit einer Schürferkleidung bewaffnet durch die Gegend und wieder zum neuen Lager, um da ein paar Aufträge zu erfüllen. Werden wir mal gucken, was wir so alles hinkriegen. Besonders viel denke ich mal nicht, weil wir müssen ja erstmal uns umhören. Also ein bisschen quatschen mit den Leuten. Viel Erfahrung fehlt uns auch nicht mehr. Dann sind wir wieder eine Stufe, dann lerne ich Einhand, weil ich meine, wir laufen mit der Einhandwaffe mit zwei Händen rum, weil wir es überhaupt nicht drauf haben. Wir sind ein Noob! So. Ich glaube, das hat gerade ein bisschen im Mikro geknallt, oder? Man muss eben aufpassen, was man so... Ja, muss man. In der Geschichte? Ja, das sowieso. Erstmal abwarten. Ja, abwarten ist gut. Aber als für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Erstmal abwarten. Natürlich behalte ich es für mich. Ja, das waren die Gespräche, die durch diese meterdicke Felswand gekommen sind. Von rechts, wohl bemerkt. Oh Mann. Fangen wir mal hier an. Hallo, bei Kagan. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Koa Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Hat natürlich nur... das Kraut und kein Erz. Egal, verteilen wir mal an die Banditen. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier, wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Natürlich. Ja, das dürfen wir jetzt noch 9-mal machen. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Wenn... Hatten wir schon. Immer denselben Text hier. Geht's an euch beide auch? An ihn nicht. Nein, an die beiden gibt's nicht. Die sind nämlich keine No-Name. So, Sharky, ein Name. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ja, warum ich könnte nicht? Ein paar Sachen gebrauchen. Ja, ja. Hier, Erz, immer her damit. Erz, 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 Erz. Und 10 Dietrich, das sollte erstmal reichen, was Dietrich angeht. Ja, ja, also, unser berühmtes Zahlungsmittel. Was langsam schwindet.
Oh Mann. Egal, wir kriegen eine beachtliche Menge an Erz und das reicht. Bandit. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Tag auch. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für... Hatten wir gerade schon? Ups. So. Ja, ihr steht aber vielleicht synchron. Du siehst aus, als wenn du... Hast du was? Hatten wir schon. War nicht besonders schlau. Ich hab ein bisschen... Klar, hier sind 10 Erz. Wenn du mal wieder was hast, komm. Hatten wir auch schon. Ja, das werden jetzt immer dieselben Texte sein. Noch 4-mal. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Ja, später, das sind 10 Lernpunkte, das kommt noch, aber nicht jetzt. Deswegen mal ein bisschen hier weiter verscherbeln, unser Zeug. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Ups. Ich hab... Klar, hier sind 10... Ah, ja. 2 Stück noch. Deswegen geben wir hier mal eine Etage nach unten. Klomp. So. Bandit. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind... Immer denselben Satz. Immer wieder. Naja, was soll's denn? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erz, wenn du mal wieder was loswerden... Hatten wir auch schon. Ja, damit haben wir alles verteilt hier. Haben dadurch 100 Erz gekriegt, was auch ganz gut ist. Aber passt schon. Bandit. Wolf. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Ja, aus irgendeinem Grund wurde da, Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Aus irgendeinem Grund wurde da mal wieder ein Dialog, ausgelassen. Ja, Buch, warum nicht? Haben wir was zu lesen und hier Kurzbogen, passt. Und natürlich auch noch Pfeile. Mit Pfeile können wir keinen Bogen benutzen. Genau 500 will ich die Menge haben. So, passt. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die nötigen Schwerter dafür haben. Was nicht sehr wahrscheinlich ist. Super. Super. Karte zur alten Mine brauchen wir nicht. So viele Dietriche braucht man eigentlich auch nicht. Wobei, lassen wir das. Gut, dann, holen wir uns die Pfeile mal später. Aber den Bogen können wir immerhin schon. Ja gut, da muss ich halt jetzt mit 100 Erz bezahlen. Ist doch scheißegal. So. Bogen benutzen wir jetzt auch nicht so oft. Zumindest jetzt noch nicht. Gut. Tadam. Und warum ich das gekauft habe, weil wir dadurch was lernen. Fliegen, über die Fliegen. Dort aber, wo das Erdreich feucht und die Luft schwül ist, werden die Fliegen angelockt vom rinnenden Schweiß aller Kreaturen. Mit ihrem Stachel töten sie ihre Opfer und laben sich an ihrem Blut. Den Stachel zu entnehmen ist eine Kunst, die von vielen Sumpfjägern beherrscht wird. Schneide tief in dem Unterleib und um den Stachel herum mit gezackt Schnitten und in Ferne vorsichtig den Stachel mitsamt den umgebenden Gewebe. Lass ihn ausbluten und streife dann ungenießbares Fleisch ab. So. Das können wir dann auch gleich wieder verkaufen.
Handels. Ich kaufe Fälle. Dann, ja. Kriegen wir unsere Pfeile. Das waren 5 zu viel. So. Haben wir auch ein paar Pfeile und einen Bogen. Bogen holt man mit 2 raus. Also mit Klopf 2. Söldner Blade. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez' Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen... Oh Mann. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Wer hat hier das Sagen? Wir tun, was die Magier sagen. Aber meistens sagen sie gar nichts. Sie hängen beim Erzhaufen und brüten über ihren Büchern. Im Grunde regelt Lee alles. Er ist unser Anführer. Ja, das ist alles ein bisschen blöd. So. Söldner Torloff. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gutstellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge, klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Wie das eine Anspielung auf die Prüfung des Vertrauens war. Naja, wir werden sehen. Gorn. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris' Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Jo. Bis später. Ja, mit Shrike, das klären wir später. Gegen den haben wir jetzt noch keine Chance. Erstmal reden wir mit Baal Kagan. Wir haben das ganze Kraut verteilt, deswegen. Hallo. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wenn du meinst. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Ja. Hilf mir, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Deine Bitte ist bescheiden. Ich werde dir helfen. Hör gut zu. Baal Thyon ist einer der niederen Gurus. So wie ich. Iberion hat ihn zu einem seiner Berater gemacht.